Willkommen zurück zu Miitopia! Ein goldenes Mikro? Ja komm, für 8000, läppische 8000, hole ich dir das doch. Was willst du mit einem goldenen Mikro? Es sieht aus wie das Standard-Mikro, aber in Gold. Das ist natürlich richtig teuer und hat viele Stats, aber sieht halt nicht so schön aus. Ist halt komplett gelb, also ne. Für die Stats, für die Sammlung, können wir es kaufen. Bananenblattfächer? Bananenblattfächer? Sachen gibt's, die gibt's nicht. Gott. So, wir sind hier stehen geblieben, im Himmelsturm. Bei sehr interessanten Orten. Da unten ist eine Tür, was mich vermuten lässt, dass dann hier dieser Abschnitt fertig ist. Das werden wir hoffentlich noch in dieser Folge hinkriegen. Noch, sage ich, ja. Man kann es nie wissen, wie lange dieses Spiel noch weitergehen will. Ach komm, streitet euch jetzt doch jetzt nicht. Bitte nicht. Gut. So unnötig, wenn sie streiten. Muss halt nicht sein. Blauschnecke. Die sind schon ein bisschen gruselig. Die sehen so schleimig aus. So. Ich weiß nicht. Ziemlich schleimig, ja. Das ist eigentlich ein gutes Wort dafür. Aber hey. Das Ding hat es gebracht. Sind alle abgehauen. Vor dem Geschrei von Miku. Einfach auf die Tasten im Vocaloid gehämmert. Und das passt. Weißt du, was mein neuester Vorsatz ist? Ich will all meine Waffen täglich polieren, damit sie immer schön glänzen. Oh wow, sehr vorbildlich. Ich habe mir auch etwas vorgenommen. Ich werde beim Einkaufen nicht mehr anschreiben lassen. Ich bezahle jede Rechnung bis auf das letzte G. Anschreiben kann man doch eh nicht. Wenn ich nicht zahlen kann, werde ich nichts kaufen. Ganz einfach. Okay, mach das. Ja, das sollte man sowieso tun. Wenn du nicht, wenn du kein Geld hast, dann leider das Geld nicht. Außer, dass es halt für irgendwas sehr, sehr wichtig ist. Aber für nur irgendwas. Oh, Bombe. Man sollte allgemein einfach kein Geld ausgeben für Sachen, die du nicht leisten kannst. Außer, dass es was sehr Wichtiges. Wie Rechnungen, wo du weißt, du leist dir Geld. Oh, Level Ups, by the way. Du leist dir Geld. Und kannst das Geld auch wieder zurückzahlen. Aber keine Ahnung, so Geld leihen. Ist immer so ein bisschen sketchy, um ehrlich zu sein. Aber da kommt es auch immer drauf an, für was man sich Geld leiht. Okay, das hat einen Pfad geöffnet. Ich schätze mal, das war sehr gut. Na, wie auch immer, ist nur meine Meinung. Papa schenkt uns ein paar Tickets. Schön. Nice. Danke. Danke, Bro. Danke. Blip. Passiert noch irgendwas? Nö. Kann ich auch ein bisschen. Hab ich noch ein bisschen Geld? Nein, nicht wirklich. Oh, ihr quatscht beide miteinander. Fantastische Erinnerung. Ah, und sie weint drüber. Schön. Na gut. Dann habt ihr doch bestimmt Hunger. Ich habe ziemlich viel Essen für euch. Das muss alles weg. Das muss alles verputzt werden. Hier, Freddy mag das am meisten, deshalb kriegt Freddy das Ganze. Oh, ich habe natürlich wieder Banshee-Tränen. Ah. Du hast noch nicht probiert. Schmeckt aber nicht. Schöne Überschwendung. Fisch, hat schon jeder Fisch? Jeder hat schon Fisch probiert. Okay. Young Mike und Danny mögen es. Dann gibt es erstmal Danny. Und dann gebe ich es noch den Young Mike. Wir haben ja genug für beide. Leider kriege ich sie auch gar nicht mehr auf. Zack. Und nochmal. Zack. Gut. Walden ist der. These Nuts. Haha. Hier. Jeder kriegt ein paar Nüsse. Sieht ein bisschen aus wie Studentenfutter. Nice. Hier, du hast noch keinen satten Magen. Hat das schon jeder probiert? Ja. Okay. Genug essen. Machen wir weiter. Denn mich interessiert schon, was Isaac da jetzt macht. So, ihr kommt alle ins Team. Bunny geht nicht mehr. Sorry, Bunny, muss auf das nächste Level abwarten. Geht nicht anders. Isaac, was machst du hier? Das ist sogar ein ganzes Level. Das ist irgendwo mittendrin. Okay.
Ja doch, ich glaube, Girlfriend könnte sie schon gut mit Gomme HD verstehen. Könnten beide rumtrollen. Würde zu beiden bestimmt passen. Bestimmt. Grübelforscher Isaac. Da sieht es also oberhalb der Wolken aus. Ja, und fühlt man sich ja geradezu allmächtig. Preisen mich, ihr Normalsterblichen! Du schon wieder! Lange ist her, ich bin's, Isaac. Immer forscht zu forschen bereit. Beeindruckend, dass du es bisher geschafft hast. Willst du vielleicht sogar noch weiter nach oben? Dann solltest du dich auf diesem Stockwerk genau umsehen. Das lohnt sich. Ganz oben scheint es an diesem Ort nämlich einen Schatz zu geben. Falls ihr ihn finden wollt, solltet ihr euch folgende Worte einprägen. Der Schatz hier oben ist privat, außer du entdeckst den geheimen Pfad. Beglückwünsche dich. Ja, den geheimen Pfad habe ich eigentlich schon entdeckt, ne? Eine Truhe. Mit ein paar Scheinen. Und das war's? Okay, war doch kein richtiges Level. Besser ist, kommen wir schneller voran. Oh, aber einen Notfall gibt's trotzdem noch. Danny ist krank. Danny, cosplayst du gerade, Young Mike? Das geht aber nicht. Kannst du doch nicht machen. Warum wollt ihr alle wie Superman aussehen? Also nicht wie Superman, aber... Ey, das ist eigentlich ein richtig gutes Kleid für Bunny. Das würde ihr richtig gut passen. Merke ich gerade. Vielleicht. Vielleicht kaufe ich das ja, wenn ich gleich genug Geld habe. Hat sich. Ich meine, im Anime hat ja auch so ein ähnliches Kleid gehabt, aber. Kann mich auch täuschen. Kann mich auch verdenken. Schönes Wort, ich weiß. Ihr mögt es beide. Hier, trinkt es einfach aus. Ich habe ganz viel davon. Ihr könnt euch satt trinken. Ja. Ganz, ganz viel getrunken, ganz viel Flüssigkeit. Vor allem der Panzer braucht das. Ganz viel Tankstoff. Ja, das könnt ihr natürlich nicht mehr probieren. Du kannst es probieren. Schneemilch. Überhaupt nicht schön. Okay. Herrschersuppe. Lass mal sehen. Ja, ganz gut. Der Salat. Nicht so. Schade. Und hier. Mhm. Dir? Ja? Cool. Oh nein, jetzt habe ich eine Sache zu viel gegessen. Nicht gut. wie sieht das P-Team aus? Ja, das Team sieht ganz gut aus. Was? Igitt und Young Mike sind nur so wenig miteinander befreundet? Um was mit 25 erhöht? Keine Ahnung. Nice. Wow, das kenne ich ja wirklich noch gar nicht. Hm, traurig. Okay. Lass uns mal schauen, wie wir hier langkommen. Wahrscheinlich das Level da hinten machen, oder? Mhm. Ah. Gut, da kommen wir erstmal nicht vorbei. Vielleicht die beiden Level und die Schatzkultur machen. In einem von den drei Leveln muss ja eigentlich dann dieser Juwel sein, womit wir dann weiterkommen. Oh. Ciao, Girlfriend, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Bestimmt. Kann sie nicht eigentlich einfach rausfliegen? Hat sie nicht Flügel? Kann sie über mit den Flügeln fliegen? Aber ist schon traurig, wenn man Flügel hat und nicht fliegen kann, oder? Schon traurig. Erwartet jeder, dass du fliegen kannst? Und, nein, ich kann nicht fliegen. Ich hab die, aber ich kann nicht fliegen. Geht halt nicht. Das ist schon traurig. Was geschieht hier? Warum muss ich tanzen? Yay! Oh nein. Was ein schlimmer Fluch. Müssen ihm schnell heilen. So, erstmal alle down kriegen. Bam. Alle auf einmal. Schön. So sehe ich es am liebsten. Spinnen-Sushi. Ich weiß ja nicht, ob das jemand freiwillig essen möchte. Einfach nicht sagen, was das ist. Wieder zwei weitere Wege. Aha. Eine mysteriöse Flasche, Igitt. Warum hat sie getrunken? Ich weiß es nicht. Ich will nur vorspulen. Oh! Hey! Hier mussten wir lang. Hier war ein richtiger Weg. Hier war der richtige Weg. Perfekt. Werden aber trotzdem noch die anderen Level machen.
Einfach weil. Genau. Also, keine Zeit verschwenden. Let's go. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Was denn jetzt? Nicht Girlfriend. Ey, so fühlt sich besser. Cool. Aber Girlfriend war doch gerade im Team. Ach, nervig. Nervig, aber ich habe ziemlich viel Geld. Oh mein Gott. Es ist ein Schlüssel. Du bist ein Genie. Wir öffnen einfach mit diesem Schlüssel die Herzen der Gegner, statt gegen sie zu kämpfen. Oh mein Gott, Jesus. Du bist so schlau. Yay. Das sieht aber trotzdem cool aus. Das könnte ja auch ein Schlüssel sein. Ich meine, kann man bestimmt ein bisschen modifizieren. In irgendeiner Art und Weise ist das auch ein Schlüssel. Ja, ja. Ja, ja. Okay, dann hol das halt nicht. Wir haben ja auch nicht schon genug Essen. Und Bonbons auch, ja. So. Nom nom. Und dann gibt's nochmal richtig nom nom. Ups. So. Wir futtern ein bisschen. Denn ich habe noch einiges zu verfuttern. Und das muss alles raus. Das muss alles raus, bevor es schlecht wird. Alles raus. Zack. Ja, das hast du noch nicht probiert. Nom. Toll. Hat das schon jemand dir probiert? Nein, du noch nicht. Oh, und die schmeckt sogar sehr gut. Also hat sich gelohnt, dir das zu zeigen. Denn ihr und Young Mike schmeckt es einfach am besten. Sehr, sehr gut. Der Käsekuchen, von dem habe ich richtig viel, weil Vare uns so viel gegeben hat. Vermutlich, deswegen. Und ja, gut, dann den Truhen haben wir jetzt auch manchmal gefunden. Was ist damit? Hacksteak, magst du das? Nicht so? Okay. Was ist mit dir? Unglaublich. Perfekt. Was ist mit dir? Nicht so? Okay. Marshmallow. Du? Mhm. Trolldonuts. Bisschen dann hoch. Ja, okay, reicht. Aber hey, wir kommen immer weiter und wir haben richtig viele Tickets noch. Glaub mir, sobald ich das meiste vorher durch habe, will ich mich mit den Tickets widmen. Aber, also, die werden weg sein irgendwann, aber es dauert noch ein bisschen, ja. So sieht's aus. Holen wir jetzt erstmal eine kurze Belohnung ab, bevor wir das nächste Level machen. Ja, an dieser Truhe, beziehungsweise an diesen mehreren Truhen. Ein paar Bananen. Gibt es eigentlich ein Limit, wie viele Bananen und Bonbons man haben kann? Ich habe doch locker schon bei beiden schon über 100 und 200 und alles. Und die Superrobe, aber ich werde sie definitiv nicht anziehen. Ja, sieht nicht schlecht aus, aber... Nein, danke. Möchte ich nicht. Niemand soll so aussehen. Ich meine, es sieht doch gerade niemand so aus. Außer ich habe irgendwas vergessen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die blöden Spinnen. Haut ab. Bam. Explosion. Warum haben die so viele Augen überhaupt? Muss doch nicht sein. Warum überlebt die? Muss auch nicht sein. Yippie. Er tanzt. Oh nein, der Stein. Der Stein der Weisen. Das war der. Und der hilft uns hier durch. So, noch eine Truhe, das ist... Ah, das ist Ende, okay. Nur nochmal zwischendurch, kurz vor Ende nochmal einen Kampf machen bei der Truhe. Oh, drei auf einmal habe ich gesehen, oder? Nice, wir sind schon fast Level 20 miteinander. Ja, 6. Ja, 7. Nicht wirklich viel. Kann noch mehr werden. Tigerpanzer. Blumenkleid. Ich glaube, das ziehe ich hier sogar an. Dann hat sie auch mal ihr Outfit geändert. Ja, ich ziehe das an. Es passt sehr gut zu ihr. Sieht auch schön aus. Und, da hat sie auch mal irgendwas anderes im ganzen Let's Play, ne? Bisschen Abwechslung vielleicht mal reinbringen. Gut, das könnte ich auch bei Jesus sagen, aber bei Jesus habe ich bisher... Vielleicht kommt da bei Jesus noch was Besseres. Ich weiß es nicht. Vielleicht behält er es auch einfach. Er bleibt einfach für immer ein Pinguin.
Vielleicht möchte er einfach für immer ein Pinguin bleiben. Es ist seine Entscheidung. Oh Mann. Blum. Hier ist das Ganze auf. Ich kann es nicht gebrauchen. Ich kann es für euch halt gebrauchen. Das ist ganz gut. Und doch, die neue Bunny gefällt mir. Das mag niemand? Ah, Bunny mag's. Ah, hier kann ich ein bisschen davon vergessen. Vergeben, vergessen. Aber nicht das vergessen, sondern halt Essen vergessen. Nom nom. Mhm. Speedrun das gerade ein bisschen durch hier, wie man sehen kann. Blim. Blim. Oh, war nicht. Schade. Was mit dir? Ja, schon ganz gut. Okay. Was ist damit? Nicht so. Magst du Papyrus Spaghetti nicht? Schade. Knochenkeks? Auch nicht so. Schade. Okay, lassen wir's. Wollen wir schnell noch das letzte Level durch, würde ich sagen. Warte, wie sieht's denn gerade aus mit deinem Team? 22, 21, 22. Tun wir dich ins Team? Girlfriend können wir nicht ins Team tun, dann, 22, 21. Na so. Nee. Doch. Obwohl, eigentlich können wir den auch so drin lassen, ne? Ja, können wir so machen. Können wir so machen. Dann haben wir Bunny auch mal ein bisschen im Team. Können wir ihr neues Kleid begutachten. Hashtag noch Shrimp. Wir haben zwar eigentlich schon den Edelstein, aber wie gesagt, wir machen ja hier ein 100% Let's Play draus. Das machen wahrscheinlich nicht viele. Kann ich auch eigentlich nicht empfehlen, es macht keinen Spaß. Also als Casual würde ich es nicht empfehlen. Wenn du leveln willst, benutze die Tickets, die helfen sehr gut. Und level up für Igitt. Vor allem, wenn du nicht so viel spielst, man kriegt jeden Tag, wenn man das Spiel startet, ein paar Tickets. Random. Sind auch ganz gut. Oh. Wie ist es eigentlich dazu entstanden, dass du zum dunklen Fürst ernannt wurdest? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich arbeitete in einer gelben Bananenfabrik. Dort habe ich jeden Tag, körbeweise HP-Bananen hergestellt. Und da ich nach Hause kam, habe ich Minecraft-Videos aufgenommen. Aber irgendwann kam mir Zweifel, dass ich das noch lange machen möchte. Also die Videos und die Bananen. War das wirklich das Leben, das ich wollte? Und kaum war mir dieser Gedanke gekommen, da hörte ich eine Stimme. Möchtest du Großes vollbringen? Fragte sie. Ich kann dir unermessliche Macht verleihen. Die Versprechungen dieser Stimme waren so verlockend. Und so habe ich sie geöffnet, die verbotene Schachtel. Etwas Schwarzes flog heraus und ergriff Besitz von mir. Es war der dunkle Fluch. Er übernahm meinen Körper und verwandelte mich. Und so wurde ich der dunkle Fürst. Muss mir überhaupt noch zu? Ja klar, war einfach weg, furchtbar. Übrigens, wer ist die Person, von der dunkle Fluch nun Besitz ergriffen hat? Der große weise Iwata, mein Mentor. Oh nein, nicht er. Ja, mein Lehrmeister, ich bin sein Lehrling. Ach, es rechnet halt er, ne? Wieder mehr weitere Wege. Aber das Leiden hat bald ein Ende. Wir kommen dem Ende näher. Kommen dem Ende näher. Vielleicht ist das hier sogar hier auch schon das Ende. Nach der Tür geht's nach oben. Ganz nach oben zum Gipfel dieses Turms. Ja. Wenn ich das so sagen darf. Vielleicht ist er auch da auch schon. Oder es geht noch weiter mit dem Turm. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass es bald vorbei ist. Heldenkleid. Gott. Herzchenrüstung. Vielleicht sieht es sogar besser aus. Könnte besser aussehen. Jawohl. Jawohl. Obwohl, das hat so ein bisschen was von Sailor Moon, ne? Diese Farben und dann dieses... komm. Jeder kriegt mal ein neues Outfit hier fürs Ende. Ein bisschen Abwechslung. Ein bisschen. Einfach weil. Es gibt keinen wirklichen Grund. Einfach weil.
Du magst das. Gut, dass ich dir das andere nicht verfuttert habe, dass du das essen kannst, aber mehr kannst du nicht. Schade. Du hast noch nicht probiert? Obwohl, ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut aussieht bei ihr. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dir das lassen soll. Bin mir da wirklich nicht sicher. Ja gut, das mag halt sonst niemand, ne? Ach komm, lassen wir's. Sieht Maike da so gut aus? Ich will mal ganz kurz im Namen schauen. Ich weiß es nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Vielleicht gebe ich auch noch mal das andere. Also ist das jetzt aber nur... ja genau, Aussehen. Genau, ja gut. Oh, wie alt war denn jetzt bitte das Pünktchen-Ding? Hier, ja. War schon ziemlich alt, ne? Komm, ich nehme das trotzdem. Ich finde, das passt besser. Also das andere sieht nicht schlecht aus. Deshalb wollte ich es auch nehmen. Aber ich kann mich nicht dran gewöhnen. Bei Bunny kann ich mich noch dran gewöhnen, aber bei Maike irgendwie nicht so. Naja, muss ja auch nicht sein, ne? Ein Hebel, der... Hä? Moment, das führt weiter und das unten ist nur ein Bonus? Das sicher ist jetzt? Ich dachte, da unten kann man hoch? Wohl nicht. Okay. Ja, komm, brauche ich nicht Katzen. Hier ist schon das Ende. Hä? Also muss man das gar nicht machen? Mit dem Edelstein sammeln? Also anscheinend ja nicht. Wer denn jetzt schon wieder? Jesus. Jesus Christ. Oh, aber Girlfriend geht's immerhin besser. Kann ich sie gleich auch nochmal leveln. Brumm. Duwa, duwa. Was gibt's jetzt? Nichts. Cool. Hört auf zu schlafen. Wacht auf hier! Boah, ihr Turteltäubchen hier. Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Putzen da miteinander. Heldenpfanne. Schön mit dem Siegel der Helden. Komm, den Stab will ich jetzt unbedingt haben. Gib mir den Stab. Den Finger des Todes. Keine Ahnung. Der Mickey Mouse Finger. Ich zeige euch alle an. Das ist schon ein cooler Stab. Aber damit kann ich alle anzeigen. Das passt irgendwie besser jetzt. Aber ich hab den Finger, Leute. Ich hab den Finger. Merkt euch das, ich hab den Finger. Ich hab ihn. Endlich. So, hier. Genüsslich. Diesen Donut verspeisen. Und du hast noch nicht. Nein, ich hab mich verdrückt. Nein, jetzt hab ich's nicht mehr. Ich hab mich verdrückt. Jetzt werde ich niemals herausfinden, ob Danny das mochte oder nicht. Das mag Danny auf jeden Fall nicht. Naja, du bist so voll und satt. Kannst viel Essen loswerden. Du auch nochmal. Leider mögen die halt nichts. Nee, auch schon satt. Dir kann ich so verfüttern. Maike vielleicht noch? Nee. Komm, lassen wir's. Reicht. Machen wir weiter. Also, wenn wir durch die Tür gehen, dann bringt das nur was, um an diese Kiste zu kommen. Also ein... Wahrscheinlich die riesige Kiste mit einem Ausrüstungsgegenstand, oder? Juhu. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist hier nur ein Ausrüstungsgegenstand, man soll da oben weiter. Also den Schalter betätigen und mehr nicht. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, um ehrlich zu sein. Heldenflasche für Igitt. Ja, warum nicht?
Du, wir sind Helden. Toll. Noch eine Kiste? Ah, natürlich noch Gegner. Klar. Noch natürlich die. Die wirklich schlimmste ever droppen. Die Tränen, die niemand mag. Niemand mag eure Tränen, außer Freddy. Das sieht ohne Kontext ein bisschen seltsam aus bei der Animation von Bun, aber okay. Oh Gott. Warum halten die das alles aus? Schick doch jetzt bitte Laser. Piep. Ja, gut gemacht, Young Mike. Auf ihn ist Verlass. Genauso ist auch hoffentlich auf euch Verlass, dass ihr den Like-Button smasht. Und den Abo-Button auch. Und den Teilen-Button umso mehr. Und auch die Glocke anschaltet, damit ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Bei Miitopia oder was auch immer. Zwölf verschiedene Gefäße. 2 plus 10. Und ja. Das war's.